Die häufigste Frage ist, wie kommt das E-Rezept auf die Versichertenkarte? Und da müssen wir immer erläutern, dass dieses E-Rezept gar nicht auf der Versichertenkarte ist, sondern auf dem E-Rezept-Fachdienst der Telematik, also die Versichertenkarte nur benutzt wird, damit der Patient sich in der Apotheke ausweisen kann, also nichts auf der Karte gespeichert wird.